Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Team Weidkamp, das Musical Box von Timi Hendrix. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Team Weidkamp, das Musical. So sieht das Ganze aus. Wir werden das mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Die Box bzw. das Album heute am 27. Juli erschienen. Und es ist die zweite Box von Timi Hendrix. Die erste Box ja Zweizimmer Küche Bong. Und jetzt ist es Zeit für Team Weidkamp, das Musical. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier so einen grün, so einen grau-grün Ton. Hier oben lesen wir in orangener Schrift Timi Hendrix. Hier unten noch Team Weidkamp, das Musical. Team Weidkamp, ja der bürgerliche Name von Timi Hendrix. Und dann haben wir hier auf dem Cover eine Frau mit einem kleinen Baby auf dem Schoß sitzend. Und wenn ich richtig informiert bin, dann ist das sogar eine Originalaufnahme von Timi. Also das ist wirklich der junge Timi Hendrix samt seiner Mutter. Allerdings natürlich diese Tattoos hier im Nachhinein mit Photoshop oder anderweitig hinzugefügt. Team Weidkamp hoffentlich als Säugling oder als kleines Baby noch nicht tätowiert gewesen. Hier lesen wir Trailer Park in Orange samt der Traubenstampferin. Auf der rechten Seite nochmal Interpret plus Albumtitel. Hier auch nochmal das Ganze. Und hier nochmals Timi Hendrix zu lesen und das Logo von Timi. Auf der Rückseite eine weitere Aufnahme, also auch das hier dürfte aus dem originalen Familienalbum stammen, diesmal sogar ohne Tattoos, beziehungsweise sind diese verdeckt, und Credits und Barcode. Gut, das Ganze eine reguläre Klappbox, auch wenn sie im Querformat ist, aber das Ganze geht dann regulär hier auf. Und hier haben wir einmal ein Shirt, einen Sticker, 1, 2 Postkarten, eine Bonus-EP, eine zweite Bonus-EP, beziehungsweise ein Album, das Album an sich, eine Kassette und der sogenannte Star-Müll, beziehungsweise Star-Schrott. Von innen die Box, glatt in weiß. So, und nachdem hier wirklich zwei bzw. drei Sachen sind hier eingeschweißt, werden wir das Shirt und das Album mal aus der Folie holen. So. Also hier haben wir einmal das Shirt. Dann haben wir das Album an sich. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Machen wir die Sachen dabei mal kurz auf die Seite. So sieht das Ganze aus. Timi Hendrix, Team Weidkamp, das Musical, also das Cover genau wie auf der Box. Kommt in einem Standard-Toolcase. Hier lesen wir auch nochmals Team Weidkamp, das Musical, hier unten mit Timi Hendrix Logo. Auch auf der Seite lesen wir natürlich dasselbe. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir 18 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Trailer Park, Skinny Chef und Mach One, Sapient, Myka 9, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht, Bobby Liebling, Sapient, Das Weh, Feringrau und nochmals Sapient. Also einige Features hier auf 18 Tracks verteilt. Spannenderweise nur ein einziger Track mit Trailer Park, ansonsten keine Features von Alligator, Sudden oder Basti. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. So, dann haben wir hier weitere Fotos. Also es dürfte sich echt hier komplett durch das Artwork ziehen. Diese Archivaufnahmen von Timi als Kind bzw. als Baby. Hier haben wir die gesamte, oder den Großteil, der erste Teil der Tracklist
inklusive der Infos, wer das Ganze produziert hat, wer daran beteiligt war. Weitere Aufnahmen aus dem Familienalbum. Hier dann die letzten Tracks noch aufgelistet. Und hier mal Timmy mit einem etwas aktuelleren Foto. Und hier nochmals als kleiner Scheißer. Das dürften wohl Omas und Tanten sein. Gut. Dann haben wir die CD an sich. Sieht so aus. Timi Hendrix, das Musical. Also Tim Weidkamp, das Musical. So sieht das aus. Wir haben hier einen kleinen Sportwagen. Sieht aus wie ein Ferrari. In schwarz. Und der hier aufgeklappt. Also kenne ich aus meiner Kindheit. Ich hatte auch sehr, sehr viele von diesen Autos. Matchbox, Hot Wheels und alles mögliche. So, auf jeden Fall schönes Nummernschild, TP4L, ich schätze mal, das wurde bearbeitet. Und auch eventuell hier dieses Playboy-Logo, dieses Playboy-Bunny. Hier dürfte gerade gekämpft werden. Timi Hendrix, das tätowierte Kind, natürlich hier am Würgen, ganz klar. Tätowierte Kinder, glaube ich, auch deutlich aggressiver als Reinhäuter. Dann haben wir diese Bonus-EP, die Cloud Kinski EP. Hier natürlich das Cover sehr stark angelehnt an Klaus Kinski. Ehrenmann. Auf der Rückseite haben wir 7 Tracks. Und wir haben hier Features von Little Big und Young Old, Skinny Chef, Young Hu. Achso, nein, hier steht Diss. Also hier werden Young Hu und Rin gedisst. Und dann haben wir noch Little Big und Young Old. Also 7 weitere Tracks hier auf dieser Bonus-EP. So sieht das aus. Cloud Kinski kommt in einer Papphülle. Dann haben wir das hier. Ein Instrumental-Album. Heisenberg. Kennen wir schon vom Album Zwei-Zimmer-Küche-Bong. In der Box gab es ja auch ein Instrumental-Album. Und in diesem Fall hier ebenfalls. Also wir haben hier, wenn ich es richtig gezählt habe, 11 Tracks. Hier Feature Biet, also das ist ja ein Producer. 11 Tracks wurden hier gemacht. Und das Ganze angelehnt an Breaking Bad. Also hier die beiden Wohnwagen. Dann hier Crystal Meth und hier natürlich Heisenberg. So dürfte sich dieses Instrumental-Album nennen. Also Heisenberg von Pinkpulsiv. Ebenfalls in einer Papphülle. Und weitere Musik gibt es dann auf diesem Tape hier, auf dieser Kassette. Timi Hendrix und Petty Things Garage Experience. So sieht das aus. Also hier 5 Herrschaften mit drauf. Das dürfte wohl Timi sein. Und dann haben wir hier weitere 7 Tracks. 4 auf der A-Seite und 3 auf der B-Seite. So sieht dann die Kassette aus, zu einem schwarz durchsichtigen Ton. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. So, dann machen wir die Kassette mal wieder rein. Dann haben wir mit dabei 2 Postkarten. Jawohl, die kann man auch hier beschriften und entsprechend verschicken. Hier lesen wir auch noch von Timi. Aha, hier gibt es 2. Also wir haben hier einmal von Timi für dich und dann haben wir hier einmal von dir für Timi. Also eventuell ist das so gedacht, dass man vielleicht die eine zurück an Timi schickt und dann vielleicht eine Brieffreundschaft beginnt oder was auch immer. Deswegen auch diese 2 identen Motive. Hier Timi. Eben, ja, ich schätze mal, das wurde in der Volksschule aufgenommen, in der Grundschule. Und hier natürlich auch wieder ein schickes Tattoo im Hals. Dann haben wir mit dabei einen Sticker im Hochformat in Weiß und Schwarz. Also das Logo von Timi Hendrix, ein Sticker mit dabei. Dann haben wir Starmüll, so sieht das aus. Also auch hier ein gebrandetes Baggy von Timi Hendrix. Und dann haben wir hier Sachen, die wohl persönlich von Timi sein dürften. Und zwar haben wir einmal einen Bierverschluss, einen Kronkorken von Wiküler Pilsener.
So sieht das aus. Und dann haben wir hier noch einen Fetzen einer Zeitung. Also hier lesen wir irgendwas von Nachrichten und Fußball. Ja, hier dürfte irgendjemand Tischtennis spielen. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass viele von euch, die die Box gekauft haben, auch dann solche Papierschnitzel einer Zeitung vorfinden werden. Diese womöglich von Timmy persönlich zerrissen und abgepackt. Ja, schöne Sache. Habe ich in einer Box auch noch nie gesehen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt, wie so oft, ein Shirt mit dabei. Und zwar haben wir hier auf dem Shirt das Vorabcover des Albums. Ich dachte ursprünglich auch, dass die Box vielleicht in diesem Design ist, hier in diesem Schwarz und Türkis. Mit dieser Fledermaus, gefällt mir richtig gut. Timi Hendrix lesen wir hier. Dann diese Fledermaus mit, das dürften wohl Drogen sein, und einer Schusswaffe und Zigaretten. Tim Weidkamp, das Musical. Ansonsten Latin Schwarz. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle, made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem türkisen Aufdruck, Timi Hendrix, darunter dann die Fledermaus mit Schusswaffe und Drogen. Und hier lesen wir dann noch Tim Weidkamp, das Musical. Gefällt mir von der Gestaltung richtig gut. Türkis nicht ganz meine Farbe, aber diese Fledermaus kann auf jeden Fall was. Kann man in meinen Augen gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Diese beiden Postkarten im Hochformat. Dieser kleine Beutel hier mit Starmüll. Der Sticker ebenfalls im Hochformat. Das Tape Timi Hendrix und Patti Finks. Die Cloud Kinski EP. Das Instrumentalalbum Heisenberg. Und natürlich das Album an sich, Tim Weidkamp, das Musical. Wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, dann haben wir hier insgesamt 25, 43 Tracks. Also das ist echt eine Menge. Also der musikalische Aspekt in dieser Box sehr, sehr stark im Vordergrund. Das alles in dieser wunderbaren Box, Tim Weidkamp, das Musical. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Timi Hendrix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.